und herzlich willkommen bei Finance TV. Dieselkrise, strengere CO2-Grenzwerte und drohende Strafzölle. Die deutsche Automobilbranche steht derzeit von vielen Seiten unter Beschuss. Vor allem die Zulieferer leiden unter der Transformation. Die Zahl der Restrukturierungen steigt. Wie schlimm ist die Lage wirklich und wie sollten Finanzchefs den Wandel in der Automobilbranche begleiten? Das frage ich jetzt Wolfram Röhmhild. Er ist Leiter der Industry Group Industrials bei der Managementberatung Götz Partners. Hallo Herr Röhmhild. Ich grüße Sie. Der Kreditversicherer Adradius hat jetzt kürzlich gewarnt, dass das Forderungsrisiko für Automobilzulieferer so hoch ist wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Es klingt ziemlich dramatisch, wenn man sich vor Augen führt, wie die Lage in der Autowelt 2008, 2009 war. Was würden Sie sagen? Wie schlimm ist die Lage in der Automobilbranche wirklich? Wir haben über die letzten Jahre einen Ansteigen der Eigenkapitalquoten der Automobilzulieferer gesehen. Gleichzeitig haben wir jetzt erstmalig Einschläge in der Absatzkurve und erhebliche neue Herausforderungen, die Sie genannt haben, mit Elektromobilität und weiter nach vorne geschaut, dem autonomen Fahren. Hier wird in ganz erheblichem Maße Investitionsneigung kommen müssen. Der Treiber der Investitionen in den letzten 15 Jahren war durchaus die Private Equity Industrie, der Finanzinvestor, der das Rückgrat der Finanzierung auf Eigenkapitalseite und auch den Ausbau des internationalen Erfolges der deutschen Mittelständler war. Der hat sich jetzt zurückgezogen, hat in den letzten 2 Jahren die Automobilzulieferer quasi auf seine Blacklist gesetzt. Warum glauben Sie, ist das so? Also warum haben die PE-Investoren die Automobilbranche auf die Blacklist gesetzt? Waren es schon die strategischen Entwicklungen oder lag es an anderen Faktoren? Ein Faktor, den wir sehr stark gespürt haben, ist die Beziehung zum OEM. Die OEMs haben letztendlich das Gefühl gehabt, dass die Risikobereitschaft der Finanzinvestoren zu hoch ist und dass sie dort mit ihren Einkaufsstrategien nicht weiterkommen. Das trägt jetzt mittlerweile Früchte. Gleichzeitig sind nach 15 Jahren Private Equity Investment möglicherweise alle Kirschen schon so durch mehrere Hände gegangen und die möglichen Zukunftsinvestitionen sind nicht mehr so attraktiv. Lassen Sie uns noch mal auf die Zulieferer tatsächlich schauen. Da stehen ja viele derzeit vor der Herausforderung, dass durch die Dieselkrise, aber auch durch die schwächenden Absatzzahlen, gerade in China, die Marge irgendwo schon bröckelt, sie gleichzeitig aber stark investieren müssen, um tatsächlich in so Trends zu gehen wie Elektromobilität und Co. Wie kann man denn als diesen Spagat schaffen als Unternehmen? Wir sehen unterschiedliche Strategien. Einerseits eben wirklich den Weg nach vorne mit großen Übernahmen, die stärker digitalen Inhalt haben. Gleichzeitig stoßen sie da mit der Finanzierungskraft der Unternehmen selbst an enorme Grenzen, sodass wir hier die Innenfinanzierung als deutlich begrenzt sehen. Sparprogramme sind eine Antwort, die einige Automobilzulieferer darauf geben. Leoni, Mahle, Bosch, Schaeffler, die alle haben solche Sparprogramme gestartet. Ist das die richtige Antwort? Das ist an vielen Stellen die richtige Antwort. Einerseits kapazitiv anzupassen und zweitens sehen wir ja nicht nur die Digitalisierung des Endproduktes, sondern auch der Prozesse. An vielen Stellen sind dramatische Effizienzsteigerungen möglich. Durch Schlagworte wie Industrie 4.0, die beginnt zu greifen, Digitalisierung von administrativen Prozessen, aber eben auch eine vollständige Umstellung der Entwicklungsprozesse in die Zukunft. Hier ist nicht nur ein Einsparen möglich, sondern auch notwendig. Lassen Sie uns doch nochmal auf konkrete Unternehmen schauen. Wer ist da aus Ihrer Sicht gerade besonders gut und weit aufgestellt, was die Transformation angeht? Und welche Unternehmen hinken eher hinterher? Ja, besonders betroffen von Insolvenzen und Zahlungsausfällen sind Zulieferer im Antriebsstrang, Komponenten für Verbrennungsmotoren, Kraftstoffleitungen haben wir gesehen, aber eben auch Unterhaltungselektronik. Gerade die Unternehmen, die auch in unseren Untersuchungen einen besonderen Stress, besondere Unzufriedenheit
zwischen Zulieferer und OEM haben, wo der OEM einerseits aus den Bereichen, die der Zulieferer bietet, desinvestieren möchte, Verbrennungsmotor, und wo er eben neue Lieferanten findet oder wo er eine große Anzahl von Anbietern hat. Ganz anders in den Bereichen, wo er mit Zulieferern langfristig zusammenarbeiten muss und eigentlich Entwicklungspartnerschaften hat, die so schnell nicht austauschbar sind. Was würden Sie denn generell sagen, welche Folge hat jetzt gerade die gesamte Transformation in der Branche für die M&A-Aktivität, gerade auch von Bereichen jetzt weniger zukunftsorientiert, sondern diejenigen, die man entsprechend vielleicht auf Dauer tatsächlich abstellen oder abschalten muss? Was passiert da am M&A-Markt gerade? Im M&A-Markt würden wir hier eine starke Konsolidierung sehen. Unternehmen, die stark unter Umsatzdruck kommen, werden in eine Konsolidierungsspirale kommen, um letztendlich die vollen Effizienzen und auch die Verhandlungsmacht gegenüber ihren Kunden leisten zu können. Wer sind da die aktiven Konsolidierer aus Ihrer Sicht? Die aktiven Konsolidierer sind zunehmend letztendlich die Wettbewerber in den Branchen. Was können denn CFOs dazu beitragen, dass eine Transformation erfolgreich gelingen kann? Die Aufgabe des CFOs ist, die Voraussetzungen für das Portfolio-Management zu schaffen und auch große Teile der Umsetzung. Er ist gefordert als oberster M&A-Chef, aber eben auch als oberster Hüter der finanziellen Stabilität der Unternehmen und muss im Prinzip die Migration von den alten historischen Geschäftsmodellen und Technologien hin zu den digitalen Value Pools der Industrie mitgestalten und mit vorantreiben. Herr Römmelt, vielen Dank bis hierhin. Ich habe auch für Sie noch unsere drei kurzen Fragen von Finance TV mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. In der ersten Frage reicht ein Wort. Rechnen Sie damit, dass die Zahl der Distressed M&A-Fälle in der Autobranche in den kommenden 12 Monaten steigen wird? Wird ansteigen. Und in welcher Subbranche besonders stark? In allen Branchen, die sehr stark an dem Verbrennungsmotorantriebsstrang hängen. Und dann jetzt noch eine Frage zur Auswahl. In welchem dieser Trends sehen Sie die größte Herausforderung für die deutsche Autobranche? Elektromobilität, Digitalisierung, autonomes Fahren oder Carsharing? Die wirklich große Herausforderung ist das autonome Fahren. Vielen Dank, Herr Römmelt, für die spannenden Einblicke. Ich möchte Ihnen noch einen Sendetipp für die kommende Woche geben. Dort schauen wir uns die Ergebnisse der Finance-Banken-Umfrage an. Wer sind die führenden Häuser im deutschen Firmenkundengeschäft und wie bewerten CFOs die Qualität der Services? Schauen Sie nächste Woche rein beim Talk. Bis dahin, auf Wiedersehen.